Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. So schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns einfach, voneinander zu lernen, uns auszutauschen, Kaffee zu trinken und einfach uns in Leiterschaft zu ermutigen, aber auch über das Leben zu reden. Und ich freue mich riesig, heute mit Davy hier zu sitzen und mit ihm ins Gespräch zu kommen über sein Leben, über das, was Glaube in seinem Leben bewirkt. Und ja, es ist immer eine Hammerchance, einfach auch zu lernen voneinander, im Glauben uns zu ermutigen und zu wachsen. Und yes, Davy, du bist bekannt durch den Fußball. Du spielst jetzt im besten Club Deutschlands. Ich bin total begeistert davon, wie du deinen Glauben lebst. Durfte das jetzt ein bisschen schon mitverfolgen. Und du bist ein Riesenvorbild auch für mich, muss ich echt sagen, so wie du zu deinem Glauben stehst und einfach sagst, hey, ich bin Christ, das ist irgendwie Teil von mir. Oh. Und ich fände es Hammer, heute einfach mit dir ins Gespräch zu kommen, da so ein bisschen zurückzuschauen, wo kommt das her und wie lebst du das heute? Yes, und fände es Hammer da, mit dir heute ins Gespräch zu kommen drüber. Vielen, vielen Dank erstmal, Tom, für deine Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Yes, super. Du kommst aus dem Schwabenländle, genau, wie unser Jugendpastor David auch. Ihr seid zusammen aufgewachsen, habt viel miteinander geteilt auch, ne? War Glaube schon immer ein Teil von deinem Leben? Also auch schon als kleines Kind, wenn du so mal zurückspulst ein paar Jahre? 100%. Also meine Familie ist auch relativ christlich aufgewachsen, beziehungsweise meine Großeltern. Beide Seiten, also von mütterlicherseits und väterlicherseits, waren immer schon stark im Glauben. Und dadurch habe ich das erste Mal so ein bisschen die Begegnung dann gehabt, auch immer wieder mit Jesus. Und mein Opa hat mir auch als Kind zum Einschlafen oftmals aus der Kinderbibel vorgelesen, was ich immer ganz cool fand. Und yes, so hat es sich dann eigentlich peu à peu entwickelt, dass ich auch immer wieder in die Church mitgegangen bin, mal mit den Großeltern, mal mit den anderen. Und habe dann relativ früh auch schon von Jesus mitbekommen, ja. Und dann bist du so größer geworden, dann kommt so die Teenagerphase, da war wahrscheinlich Fußball, Fußball. Yes. War das dann irgendwie weniger oder war der Fokus dann ein bisschen anders oder hat sich das ein bisschen verschoben dann für dich so in dieser Phase? Ich glaube, man kriegt das dann immer so ein bisschen mit und man geht dann auch immer wieder mal in die Church so, aber der Hauptfokus, der kam dann erst wirklich vor 2 Jahren. Ich glaube, da sprechen wir auch später noch mal drüber. Mhm. Und davor war es immer so by the way, so ja, man glaubt an Jesus, ja, ihn gibt's, man kennt auch die Geschichten, aber so eine leibhaftige Beziehung mit Jesus habe ich wirklich so seit 2 Jahren dann. Mhm. Ja, krass. Ja. Und wenn wir so auf die Fußball-Story oder Karriere auch einfach schauen, so du bist relativ früh schon Profi geworden. Mhm. Ne? Ich glaube, du warst... Ich glaube, 18 war ich dann. Ja. Und hast natürlich dann relativ schnell auch wahrscheinlich Dinge erlebt und auch Dinge erfahren, so, die, von denen man vielleicht nur gehört hat oder so. Wie war das für dich so, einfach dieser Weg dahin zu sagen, hey, ich habe hier so ein Ziel vor Augen, und dann erreiche ich dieses Ziel und davon, wovon andere nur träumen, so, das verfolge ich. Wie war das dann für dich, irgendwie Profi zu werden und dann wirklich so diesen Durchbruch auch zu haben, da sportlich gesehen? Also kurz auszuholen, für mich war es so, ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und für mich war es irgendwie so, dass ich habe mit 3 angefangen, Fußball zu spielen und irgendwann mal hat es dann für mich rauskristallisiert, dass für mich Fußball die ganz große Chance ist, mein Leben zu verändern, was den sozialen Standard angeht. Und ich liebe Fußball, habe extrem viel auch dafür getan, dass ich dann auch geschafft habe. Ich glaube, da gehört immer sehr, sehr viel dazu. Viele Dinge müssen auch dann für dich laufen, um dann komplett den Durchbruch zu haben. Habe aber relativ, also meine ganze Jugend eigentlich dafür geopfert, habe immer mehr gemacht, hatte mit meinem Opa einen großen Supporter, mit dem ich oftmals bei mir im Dorf dann trainiert habe. Und habe dann die Schritte so genommen. Bin dann sehr dankbar, am Ende dann bei Werder Bremen dann auch den Schritt dann final gemacht zu haben. Und es war natürlich dann für mich als junger Mensch, der sein ganzes Leben lang davon geträumt hat, Profi zu werden, ein riesen Highlight. Das ist schon so. Du hast gerade gesagt, du hast immer mehr gemacht als andere. Was ich bei dir total beeindruckend finde, ist so dein Mindset. Ich glaube, das ist so irgendwie wahrscheinlich auch eine Riesenstärke bei dir so. Einfach dein Mindset, wie du Dinge angehst, wie du über Dinge nachdenkst. War das etwas, was dir schon irgendwie mitgegeben wurde, dass du irgendwie da so ein klareres Mindset hattest oder ist das was irgendwie gewachsen ist? Weil ich finde das super faszinierend, so einfach zu beobachten bei dir. Erstmal vielen Dank. Bei mir, wie schon gesagt, ich wollte es unbedingt. Also ich habe dem wirklich alles untergeordnet und habe wie auch schon gesagt,
mehr gemacht, habe mein Leben eigentlich komplett drauf ausgerichtet. Also ich hatte auch nicht wirklich einen Plan B, sondern für mich war es so, ey, ich will es unbedingt. Und habe dann in der Jugend auch ein bisschen Probleme damit gehabt, weil als junger Mensch, glaube ich, man mit diesem unbedingten Wille nicht immer ganz gut umgehen kann, sondern überpaced dann auch manchmal. Das war bei mir auch der Fall. Da hat mir dann der Glaube auch später wirklich geholfen, da ein bisschen ruhiger zu werden. Natürlich, als ich dann auch geschafft habe, da durchzubrechen in die Bundesliga. Und ich war eigentlich immer schon so ein Typ, der wenn er ein Ziel hat, das alles dafür tut, es zu schaffen. Und dementsprechend war das Mindset schon relativ früh sehr klar. Ja. Und dann hast du es geschafft und dann bist du da angekommen. Und ich kann mich an ein Gespräch mit dir erinnern vor nicht ganz allzu langer Zeit, wo ich wirklich so, also hat mich echt in meinem Herz noch irgendwie getroffen, weil du gesagt hast, so, du hattest diesen Traum und du bist hinten nachgerannt und du wurdest dann oder hast es dann erreicht, wovon du immer geträumt hast. Und du hast es so beschrieben, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch wiedergebe, so, aber du hast es so beschrieben, dass es wie so eine Leiter ist, die man hochklettert. Und dann macht man da oben die Tür auf. Und dann war da aber nicht das, was du dir erhofft hast dort. Kannst du darüber vielleicht auch kurz irgendwie mit uns reden? 100%. Wie ich schon vorher gesagt habe, kurz, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und für mich war es dann immer auch durch den Fußball ein Ziel, finanziell dann irgendwie keine Sorgen mehr zu haben, sondern da gefestigt zu sein. Und wenn man sich das ganze Leben lang eigentlich so als Ziel nimmt und das dann auch dank Jesus dann also auch so eintritt, aber man damals dann noch nicht diese leibhaftige Verbindung zu Jesus hatte, dann kommt so ein Moment, wo man sagt, hey, jetzt habe ich das eigentlich erreicht, für was ich mein ganzes Leben lang gekämpft habe und alles dafür getan habe. Aber irgendwie trotzdem war in mir so eine Leere. So, ich war nicht hundertprozentig zufrieden. Ich war nicht hundertprozentig glücklich. Obwohl man eigentlich, wenn man die menschliche Welt sieht, ich mir alles eigentlich holen konnte und auch eigentlich meine Wünsche mir erfüllt habe. Und das war eigentlich auch schon so ein Startschuss für mich zu meiner leibhaftigen Beziehung zu Jesus dann auch. Ja, ich stelle mir das als einen krassen Moment so vor. Also zu merken, krass. Yes, ist es auch. Das, was ich mir irgendwie erhofft habe, ist nicht 100% so da, wie ich das gedacht habe. Also weil man denkt, wenn man dann an den Punkt kommt, dann ist so, wow, okay, jetzt habe ich es. So, und dann sollte eigentlich so diese Zufriedenheit, dieser Frieden sollte kommen. Und der kam nicht. Ja, krass. So, und dann stellt man sich die Frage, okay, was jetzt? Was machst du jetzt? Und dann kam Jesus. Ja, krass. Ich habe letztens irgendwie diesen Satz gelesen, so, die größte Gefahr von Erfolg ist Erfolg. Ja. Keine Ahnung, weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, so, aber es gibt ja schon auch irgendwie eine Kehrseite davon, die man halt eben nicht so sieht. Ne? Und ich finde es erstmal total hammer, wie offen du auch darüber redest oder wie du auch Leute da teilhaben lässt, zu sagen, hey, lass dich nicht von Dingen blenden vielleicht, wo du denkst, so, darum geht's im Leben, sondern guck irgendwie noch ein bisschen dahinter. Und ich finde, du hast eine hammer Art, das auch selber zu leben. Ja. Also ich darf das ja so ein bisschen mit beobachten, wie du das lebst. Jetzt nicht nur auf dem Fernsehen, das, was Leute sehen, sondern auch irgendwie behind the scenes. Und es ist so stark, glaube ich, dass diese Botschaft irgendwie auch so in die Welt zu tragen, zu sagen, so, hey Leute, es gibt noch mehr. So, ne? Und es wäre einfach spannend, so zu hören, wie war denn dann der Prozess zu merken, so krass, da muss es irgendwie mehr geben. Was waren dann für Schritte? Hast du dann nochmal ganz neu angefangen, irgendwie dich mit Jesus auseinanderzusetzen auch oder mit Glauben? Oder was war so der Prozess dann irgendwie zurück auch zu ihm, ne? Der Prozess war eigentlich so, dass man dann gemerkt hat, okay, man kann sich dann irgendwie Luxusgüter holen so und ist auch okay. Man darf sich nur nicht durch die Luxusgüter definieren. Und ich glaube, das habe ich am Anfang getan, als ich noch jünger war. Weil, wie ich gesagt habe, wenn du einfach aufwächst und dir dann das Gefühl hast, okay, du bist weniger wert, dann versuchst du später dann Sachen auszugleichen und denkst dann, du bist was Besseres, wenn du irgendwie das Auto fährst oder die Uhr hast. So. Und das war, glaube ich, der ganz große Fehler. So mittlerweile, ich habe natürlich die Sachen immer noch, aber ich definiere mich nicht mehr darüber. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und bei mir war es damals so, dass ich viele Gespräche geführt habe. Ich hatte das ganz große Glück oder habe das ganz große Glück, dass David, wie du ihn vorher schon angesprochen hast, ein Pastor ist und in dem Fall wirklich der wichtigste Ansprechpartner da für mich auch war in der Zeit. Und ja, wir haben dann zusammen irgendwie dann daran gearbeitet, da eine Lösung auch zu finden. Und
wenn ich jetzt an die Zeit denke, die letzten 2 Jahre, ich war ja noch nie so erfüllt, war noch nie so glücklich, so einfach losgelöst von diesem menschlichen Denken, was gut ist, sondern einfach ja, die Wahrheit oder den Frieden zu holen über Jesus. Und ja, das war für mein Leben einfach das größte Glück. Ja, richtig stark. Das heißt, so Beziehungen sind schon da total entscheidend, glaube ich, oder? Die man 100%. Da in seinem Leben hat. Du hast ja auch eine ganz tolle Frau, eine süße Tochter, so eine, richtig gesegnet, glaube ich, mit den beiden. Aber es ist schon ein Wert von dir, wo du sagen würdest, da lege ich schon echt einen Schwerpunkt drauf, ne? Da in 100%. Beziehungen zu investieren, die dir auch gut tun. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich danach ausstrecken, auch ne, so Beziehungen zu leben. Aber du bist ja jemand, der sich schon überlegt, so was sind gesunde Beziehungen vielleicht auch für mich, ne? Was sind vielleicht nicht so gesunde Beziehungen. 100%, so was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Ich glaube, Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig, dass du mit Leuten Zeit verbringst, die auch Jesus folgen. Das ist auch so ein Gamechanger, finde ich. Deswegen bin ich auch happy, hier die Church so gefunden zu haben für mich. So die zweite Church nach einer Church in meiner Heimat, wo auch David dann war. Einfach mit Menschen Zeit zu verbringen, die es gleich empfinden. Und da einfach alles dran zu setzen, von Jesus ein Wort zu erzählen, was er ändern kann im Leben, so, und deine Sorgen dann so bei ihm zu lassen. Und mit meiner Frau Evelyn, die jetzt auch große Schritte macht im Glauben, ist es einfach auch seitdem wirklich anders. Hat einfach unsere Ehe auch brutal gut getan, einfach nach den Werten von Jesus zu leben. Und ich bin super happy. Ja, ich glaube, du bist ja auch ein echtes Vorbild für ganz viele, mich eingeschlossen. Wir haben letzten Samstag, glaube ich, über so negative Sachen auch geredet, so, ne? Die so wie so ein Beigeschmack ja auch sind von Erfolg, ne? So, ich sag mal, Shitstorm, negative Kommentare. Und ich fände es total spannend, da nochmal deine Gedanken zu hören, einfach so in dem Bereich, wie gehst du damit um, wenn Leute dich wirklich irgendwie scharf kritisieren, auch vielleicht persönlich werden, ohne dich zu kennen, ne? Vielleicht sogar über im schlimmsten Fall irgendwie Family reden oder so, hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Was war da so der Prozess, glaube ich, weil das ist etwas, wo ich mir denke, das ist schon richtig krass, ne? Das so auszuhalten auch. Das ist krass, ja. Wir hatten da dann ein tolles Gespräch zu. Dadurch, dass ich es leider schon mehrere Jahre miterleben muss, habe ich da einfach einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Ich glaube, mein Werdegang im Fußball war ja auch nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen. So, die Tiefen haben mich eigentlich immer stärker gemacht als die Höhen, muss ich sagen. Und am Anfang habe ich das wirklich, als ich jünger war, das erste Mal kam nach meinem Wechsel nach Leipzig in die zweite Liga, das haben auch ganz wenige verstanden, von außerhalb wahrscheinlich auch verständlich, also kann man nachvollziehen, warum sie es nicht verstanden haben, aber im Endeffekt hat dann jeder seine Meinung irgendwie kundgetan und ich war damals noch sehr jung, ich glaube, ich war 19 oder 20, und dann nimmt man sich das schon persönlich, wenn man solche Sachen liest, vor allem, weil es auch das erste Mal war. Mittlerweile gehe ich da sehr, sehr entspannt damit um. Ich habe die Distanz mittlerweile zu den Menschen. Ich glaube, wenn du Hate-Kommentare bekommst oder Leute meinen zu müssen, über dich zu urteilen, dann machst du auf jeden Fall einiges richtig. Ich glaube, das ist ein positiver Aspekt, den man daraus ziehen kann. Ja. So, wenn man Hater hat, dann macht man immer was, wo die Leute auch was zum Haten haben. So. Ja. Und ich schmunzle darüber und es macht nichts mehr mit mir. Ich glaube, als ich jünger war, hat es schon was mit mir gemacht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage nein. Mittlerweile kann ich super damit umgehen. Ja, du strahlst es auch aus, ne? So eine Confidence, so eine Selbstbewusstheit einfach. Ich glaube, das merken auch Leute, die mit dir zusammen spielen oder auch einfach zusammen das Leben teilen. Aber das ist schon etwas, was so in dir gewachsen ist auch, oder? Oder war das schon immer irgendwie auch ein Stück Teil von dir, so sehr selbstbewusst zu sein in deinem Auftreten? So? Boah, es war, glaube ich, schon immer ein Teil von mir, muss ich schon sagen, ja. Aber ich kann mittlerweile einfach besser damit umgehen. Ich habe es damals sehr persönlich genommen immer. Ja. Mittlerweile habe ich einfach die nötige Distanz dazu. Und ich glaube, das sollte man immer haben. So, es sind irgendwelche Leute, die dann meinen zu müssen, über dich zu urteilen, obwohl sie dich gar nicht persönlich kennen. Darüber hatten wir auch geredet. Ja. Durch meine Art, wie ich Fußball spiele, glaube ich, eckt es auch oft an. Und Leute kennen mich dann gar nicht persönlich, sondern kennen mich dann vielleicht nur, wenn sie Bundesliga schauen und meinen dann zu wissen, wie ich als Typ bin. Und das finde ich immer ganz unterhaltsam. Ja. Aber schon gesagt, ich ruhe da im Herrn und es macht nichts mehr mit mir. Es macht nichts mehr mit mir auf jeden Fall. Eine zähe Haut entwickelt irgendwie, ne? 100%. Nicht mehr so tief reingeht. Zähe Haut und Distanz ist auch ganz wichtig, das nicht an dich ranzulassen.
Ja, ich meine, auch im Leben von Leiterschaft oder selbst im Leben eines Pastors hat man das auch immer wieder, ne, dass Leute enttäuscht irgendwie sind von einem, warum auch immer. Ne? Ja. Manchmal vielleicht begründet, aber oft auch unbegründet so. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Teil auch von viele Jahre im Dienst zu sein, dass man irgendwie da ein weiches Herz behält für Menschen, aber schon auch eine zähe Haut entwickelt, ne? Weil sonst macht dich das schon irgendwie kaputt auch ein Stück weit so, ne? Wenn du da für die... Wenn du das immer so ernst nimmst oder auch zu Herzen nimmst, so, das ist schon, also die Briefe, die uns geschrieben wurden, auch teilweise über die Jahre, denkst du dir so krass, ne? Wie Leute das wahrnehmen, ohne dich eigentlich zu kennen, so, ne? Und zu was für Schlussfolgerungen die kommen. Du hattest ja auch so erzählt, ne? Dass auf dem Weg da auch du da so ein bisschen Themen hattest damit, ne? Ich glaube, das war dann auch was Neues, ne? Ihr habt ja die Church neu aufgebaut. Genau. Ja, und es hat auch nicht jeder gefeiert, ne? Und es gab all möglichen Themen, worüber Leute dann auch Kritik ausgesprochen haben, ohne nachzufragen, warum wir das so machen, ne? Yes. Ohne uns kennenzulernen oder ohne das Gespräch zu suchen. Mhm. Und das ist schon, also finde ich richtig Hammer, so darin auch zu wachsen, zu sagen, ne, man hört sich das an, ordnet das gut ein und packt das weg. So. 100% auch an die Leute draußen. Ich glaube, man sollte das so behandeln. So, wenn du Hater hast, an Leute sowas schreiben, dann machst du was richtig. Ja. Das ist gut. Wie ist es denn so im Leben jetzt so von in deinem Alltag so, ne? Viel Training, Trainingscamps, auch mit deinen anderen Mitspielern zusammen, Kollegen und so. Wie platzierst du da deinen Glauben? Wissen die das über dich? Ist es okay, das zu sagen auch? Wie ist da so der Vibe so? Ich glaube, die Jungs, die wissen das ganz gut, dass ich zu Jesus gehöre und für mich war es damals immer so ein bisschen so ein Thema, wo man sich vielleicht nicht so ganz getraut hat, damit so offen umzugehen. Ja. Aber seit jetzt 2 Jahren tue ich es sehr, sehr gerne und nutze eigentlich jede Möglichkeit, Jesus groß zu machen. Ja. Ich glaube, ich habe es auch wirklich auf dem Herzen, da einfach für ihn zu werben. So den Bereich, wo ich jetzt bin, im Fußball zu nutzen, um ihm einfach... wenn ich ein Tor schieße, dann die Bühne zu geben, so deswegen auch mein Jubel, sondern ich mache das nicht aus irgendwelchen Werbezwecken, sondern ich will in diesem Moment wirklich Jesus danken, dass er bei mir ist und dass er mir diesen Moment gerade schenkt. Ja. Und das ist auch ein großer Unterschied zu früher. Früher habe immer ich gedacht, wenn ich treffe und wenn du vor 50, 60, 80.000 Tor machst, dann kann es auch schnell mal passieren auf der menschlichen Welt, dass du denkst, ich bin jetzt der Krasseste oder was weiß ich, das ist so. Weil schon ein extremer Boost ist, aber mit meinem Mindset mittlerweile bin ich einfach extrem dankbar, wenn Jesus mir solche Momente schenkt. Und ich bin super stolz, das auch preiszugeben. Und klar, versuche auch oder rede mit jedem, der da wirklich auch offen ist oder irgendwie so was auf dem Herzen hat oder Nachfragen hat oder Nachfragen tut, bin ich immer gleich da und rede dann auch mit den Jungs drüber, klar. Ja, stark. Du hast mal gesagt, dass es beim Torschießen so ein krasser Adrenalinschub ist. Wahnsinn. Dass selbst wenn du irgendwie, ich glaube, du hast gesagt, selbst wenn ich angeschossen werden würde, man würde es nicht spüren. So, weil es so ein krasser Moment wahrscheinlich ist. In dem Moment fliegst du. Ja. In dem Moment ist es schon so, du fliegst. Das ist auch das schönste Gefühl für mich, was es überhaupt gibt im Sport. Also deswegen ist es auch so, wo man dann schnell so, wenn man nicht stark im Glauben ist, dann kann man auch schnell mal abheben. Wir hatten ja eine Brainstorming-Session jetzt vor ein paar Tagen, wo du gesagt hast, lass nochmal einen Jubel überlegen, Jesus die Ehre gibt. So, wie können wir alle Jesus haben groß so machen. Überlegt, so, ne, was man machen könnte und so Ideen reingebracht. Das 100%. Ist richtig cool, dass du da auch diese Plattform nutzt und Leute merken das ja auch. Ne? Also ich glaube schon, dass das ja auch Wellen schlägt und ich höre auch von anderen Leuten drumherum, auch von gerade auch Nachwuchsspielern, glaube ich, die sich da echt ein Beispiel nehmen und sagen, hey, der steht dazu, ne? Der schämt sich nicht dafür, Christ zu sein und ich glaube, das ist ein Riesenvorbild, ne? Was du da bist, auch für ganz viele. Merkst du das auch selber so, dass so viele Spieler, die so nachkommen jetzt, da ja das auch so als Vorbild nehmen? Ich will mich da jetzt gar nicht so als Vorbild platzieren, sondern mein Sinn ist in dem Fall eigentlich, dass die Leute über Jesus nachdenken oder von ihm hören. Vielleicht auch Menschen, die irgendwie keine Möglichkeit haben, irgendwie von ihm mitzubekommen, weil es irgendwie in der Familie vielleicht nicht gelebt wird oder die sonst irgendwie keinen Anhaltspunkt haben. Wenn sie dann mal einen Jubel sehen und sich damit irgendwie befassen, was macht der eigentlich da? Und dann ist die Antwort Jesus, dann ist eigentlich der Job schon erledigt. Ja, immer. Das ist so ein bisschen mein Sinn, ja. Mega. Das ist richtig stark. Ich würde gerne einmal noch, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, so vor 2 Jahren. Yes. Vor 2 Jahren. Yes. Gab es da einen Moment oder
gab es dann irgendwie wie so eine Initialzündung. Manchmal ist das ja so, ne? Dass Gott irgendwie uns so einen Moment schenkt so, und das ist wie so eine neue Anzündung. Also was war vor 2 Jahren, was sich quasi verändert hat in deinem Leben? Es war dann schon so ein Punkt, den wir auch vorher besprochen haben, wo ich dann irgendwie so nicht diesen hundertprozentigen Friede hatte, so, wo ich gemerkt habe, ey, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Es ist jetzt weit weg, es hört sich immer so dramatisch an, es war jetzt weit weg von irgendwie depressionsähnlichen Arten, aber es war so ein Moment, wo ich innerlich einfach gemerkt habe, mir fehlt was. So, ja. Und ich habe dann damals viel mit David telefoniert zu der Zeit und da gab es mal schon eine Situation abends dann, wo ich zu Hause war, wo ich ein unfassbar intensives Gebet hatte, so, das erste Mal dann auch auf den Knien, kam so über mich, wo ich einfach gesagt habe, Herr, ich will dir einfach mein Leben geben, so, wie kann ich dir dienen, so, ich will wirklich diese Lehre, so, ich will Frieden haben, ich will Zufriedenheit haben, ich will wieder hundertprozentig auch happy sein, so, weil ich gemerkt habe, ich komme durch diese materialistische, finanzielle, kommst du da nicht hin? Also ich kam da nicht hin. Mhm. Und seitdem hat sich mein Leben einfach total verändert. So, ich definiere mich nicht mehr über irgendwelche Luxusgüter. Ich habe da zwar immer noch welche, also es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine mehr habe, sondern, aber ich definiere mich nicht mehr drüber. Ich muss sie nicht immer preisgeben und ziehe einfach mein Glück woanders her. So, wenn ich zum Beispiel in der Church bin, Sonntag, so, danach bin ich so happy, so, weil ich dann irgendwie Zeit mit Jesus verbracht habe und mehr von ihm erfahren habe, immer mehr. Man ist auch in einer Phase, wo man immer mehr erfährt, egal ob man in der Bibel liest oder ob man Worship hört oder im Gebet. So. Und das war für mich ein absoluter Turning Point. Das sage ich auch immer vor 2 Jahren, weil sich halt mein Leben einfach seit 2 Jahren unfassbar verändert hat. Und auch der Weg nach Köln war ja irgendwie auch ein Stück Teil davon, oder? Yes, absolut. Also sozusagen so irgendwie. Also ich meine, ich sehe es als Riesengeschenk, dass du hier bist, auch für dich war es ja schon irgendwie auch ein Glaubensschritt, hier hinzukommen, ne? 100%, das war ein Glaubensschritt. Ich bin da vorher immer, wie ich gesagt habe, auch sehr nach dem Finanziellen gegangen und es war das erste Mal, dass dann wirklich im Gebet einfach aufkam und von mehreren Personen, die auch Jesus folgen, bestätigt wurde, dass der Weg nach Köln oder zum FC einfach der richtige ist. Ja. Und Jesus hat einfach die Türen dann so geöffnet. Und dann war es für mich einfach an der Zeit, das erste Mal wirklich gehorsam zu sein und zu sagen, okay, Herr, wenn du das willst, dann mache ich das. Ja. Und das war bisher einfach die beste Entscheidung überhaupt. Am Anfang auch schwierig, ne, wenn man loslassen muss. Für mich war, ich bin so ein Typ, ich habe gerne die Kontrolle. Und ich glaube, Jesus zu folgen bedeutet auch, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Herr, ich gehe deinen Weg, den du für mich vorsiehst und nicht meinen eigenen. Ja. Und was für eine Bestätigung dadurch gekommen ist, ist unfassbar, immer wieder. Und jetzt auch die Glaubensschritte, die ich mache, auch hier in der Church oder mit David und meinem Onkel, mit dem ich ja sowieso viel Zeit verbringe, einfach an meiner Seite, ist ein großer Segen für mich, hier zu sein. Jetzt, ich schätze auch einfach total an dir, dass du so eine, wir haben auch kurz darüber geredet vor ein paar Tagen, so eine Ehrlichkeit irgendwie ausstrahlst, aber auch selber lebst und das auch immer wieder so spiegelt, dass das auch was ist, was du dir wünschst, auch für Kirche so ein bisschen, ne? Dass wir kein Ort sind, der irgendwie so tut, als wenn das hier ein Raum voller Superheiligen ist, sondern dass wir einen Struggle haben und wenn wir einen Bad Day haben, dann callen wir das auch einen Bad 100%. Day und stehen aber wieder auf 100%. Und ermutigen uns gegenseitig so. Ne? Und das hast du wahrscheinlich sportlich schon ganz oft gemacht, so, auch nach vielleicht auch hinter Verletzungen oder Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber ich finde es total bemerkenswert und einfach auch ich würde sagen, das ist echt ein Vorbild auch für viele, so eine Mentalität zu haben, hey, wir stehen wieder auf, wir bleiben nicht am Boden liegen, weil das 100%. Macht ja am Ende echt einen Unterschied so, ne? Ja, 100%. Und ich glaube, im Glauben ist es genauso, immer wieder aufzustehen, auch wenn man irgendwie, wie gesagt, einen Tag hatte, der nicht so cool war. Vielleicht so abschließend irgendwie so eine Ermutigung vielleicht an Leute, die vielleicht gerade an einem Punkt gekommen sind, auch wo Entmutigung sich irgendwie breit gemacht hat. Aus deinem eigenen Leben, so wie hast du gelernt, vielleicht auch so diese Dinge zu überwinden und auch mal ein schlechtes Season zu überwinden oder einen schlechten Tag. Nicht nur im Glauben, sondern vielleicht auch im Fußball, weil ich glaube, das könnte Leuten einfach auch Mut machen, zu sagen so, hey, es gibt nicht nur immer Win-Win-Win-Win-Win, sondern das gehört einfach auch irgendwie zum Leben dazu. Ich glaube, da ist ein gutes Beispiel, jetzt hier meine Anfangszeit beim FC, wo ich minder gekommen bin, das war, wie schon gesagt, ein Glaubensschritt. Und wenn man dann einen Schritt macht, weil es auch von Jesus gewollt ist und am Anfang es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, dann denkt man sich so, hey,
was ist gerade los? Und ich glaube, ich gehe einfach mittlerweile auch mit Rückschlägen anders um, auch distanzierter. Und ja, ich glaube einfach und bin da im Gebet. Wir haben unfassbar viele Gebetssessions gehabt in der Anfangszeit. Und wenn man dann am Ende gesehen hat, was dann noch passiert ist und wie so ein Breakthrough und dann irgendwie kam, ist einfach so, dass man, glaube ich, egal, ob man irgendwie im Fußball oder privat oder im Beruf, wenn man irgendwie an Stellen kommt, wo man nicht weiter weiß oder wo man gerade Rückschläge erleidet, einfach das aktiv anzugehen, aufzuarbeiten im Gebet. Ich würde einfach den Leuten empfehlen, in die Kirche zu kommen, zu Leuten, die das alles schon erlebt haben und die da einfach bestmöglich helfen können. Ja. So, und mir hat das brutal geholfen. So, und das würde ich eigentlich den Leuten allen empfehlen. Mega. Was für starke Gedanken. Richtig, richtig cool. Hammer. Yes, vielen Dank, Davy. Sehr gerne. Für deine Zeit. Danke für dein Vorbild, für dein Leben. Danke, dass du weitermachst, dass du als Vorbild vorangehst. Es ist echt ein Geschenk, zusammen unterwegs zu sein. Freue mich auf das, was kommt. Bin gespannt, was Gott noch vorbereitet hat in der nächsten Zeit. Und danke auch, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir haben echt coole Themen, glaube ich, auch angesprochen, ob es jetzt Mindset war oder über Erfolg zu reden, über einfach Glauben auch und das im Alltag zu leben. Ich glaube, wir sind zusammen besser. Wir haben es gehört, auch immer wieder so die Kraft von Beziehungen. Wollen dich da gerade ermutigen, auch wo du bist, mit deinem Team, auch mit deiner Kirche. Ich glaube, wir leben in Zeiten gerade, wo wir ja einfach wirklich erleben dürfen, dass Gott so ganz neu so diese Kraft der Gemeinschaft auch nutzt, um Salz und Licht zu sein in dieser Welt, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und da wollen wir dich ermutigen. Danke, dass du mit dabei warst. Gib uns gerne Feedback. Und wir freuen uns, euch im nächsten Monat zu sehen. Gottes Segen und bis dahin. Und zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei GoodWorks für die Produktion der heutigen Folge. Wir sind der Hammer. Checkt sie gerne aus. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, auch in eurer Kirche, zum Thema Production, Technik, der ganze Bereich, eine Hammerfirma, Hammerjungs, die euch da unterstützen wollen. Wir sind zusammen mit ihnen unterwegs und sind begeistert davon. Check sie aus. In diesem Sinne, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.